Eigentlich müsste man die ganze Zeit dabei You Are a Pirate sich reinziehen aus Lazy Town. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Your heart fiddled indeed. Being a pirate is a wretched thing. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Ah, nee, Alter. Ich bin unter Wasser und bin übelst tief getaucht. Ich kann schon den Meeresspiegel nicht mehr sehen. Ach, guck mal, ich bin jetzt auch. Aber ist kein Problem. Wenn ich am Ertrinken bin, esse ich einfach ein paar Bananen, dann geht's wieder. Ja. Jetzt sind mir die Bananen ausgegangen, jetzt vorbei. Ich bin bei unserem Schiff, ne? Kann ich auch unter Wasser dancen, jetzt wo ich am Ertrinken bin? Alter, hau doch nicht ab mit dem Schiff, Alter! Nein! Oh, Alter, für wer haut denn hier ab? Der kleine Lümmel. Das Lustige ist, wir sind beide gerade nicht auf dem Schiff, aber wir könnten jetzt Marius einfach in die Brick rein. Nee, ich bin auf dem Schiff. Berechtbar. Du bist der Einzige, der gerade nicht da ist. Wir haben versucht, wie tief man tauchen kann. Hallo? Das ist wichtig. Naja. Das wäre natürlich auch geil, wenn es plötzlich so eine Tauchglocke gibt und dann noch Schätze unter Wasser. So ein bisschen wie bei Black Flags. Ja, das wäre cool. Das wäre voll geil. Ich muss sagen, das war das, was ich am meisten gehasst habe bei Black Flags. Ja, Mann, ich auch. Aber hier wäre es halt schon wieder geil. Weil es halt, du spielst da nicht alleine, ne? Und es ist halt einfach geil. Guck mal, geiler hier, die alte Dame managt das ganze Schiff hier alleine. Ja, hallo? Hallo. Erfahrung? Die Erfahrung macht's. Ja. Hast du Monkey Island gespielt, Sanjay? Was hab ich gespielt? Monkey Island? Ja. Das die Tauchsequenz von Monkey Island, diese Unterwassersequenz, finde ich lustig. Oder wo du einfach 15 Minuten stehen bleibst und dann verreckst du einfach. Ja, weil du hast 15 Minuten Zeit, um herauszufinden, wie das Rätsel zu lösen ist. Da stehst du da, okay. Ja, dann läufst du langsam blau an irgendwann, Alter. Aber okay, alles sowieso herrlich. Ich fand's ja geil, ich hab mir Star Wars The Force Unleashed 2 gekauft. Und das fand ich richtig geil. Du kannst da, gibt's ein Easter Egg, du kannst sie als Spielcharakter Guybrush Threepwood freischalten. Oh, nice. Ja, ist echt voll geil. Im Video werde ich das vielleicht sogar kurz hier einblenden, weil ich habe sogar einen Spielstand, wo ich das freigeschaltet habe. Ist ein Mighty Kopiergeschütz von Monkey Island. Kann mal einer von euch die Kanonen nachladen? Mari, seid ihr unterwegs? Wir sind doch schon alle geladen. Nee, auf der Regenseite war noch keine geladen. Aber was laberst du? Ich hab gar keine geladen, Alter. Weißt du, warum ich überhaupt nicht geladen sind? Ich habe überhaupt keine Kanonenspur in der Hand gehabt.
So, ich hol mir mal neue Kugeln, wa? So. So, wo geht's denn hin, Captain? Ja, zu der kleinen Insel da. Ah, okay. Liegen du warst die da. Ja, ich sehe es. Ich bin Anker ready, ne? Diesmal schätzt er selber ein. Jetzt habt ihr gesagt, nicht so weit weg. Ja, ja, komm. Ja, nicht so weit weg, aber auch nicht direkt auf dem Land, Mann. Ja, aber nicht direkt. Nicht direkt beim. Gesagt, nicht direkt Meter. Beim Questgeber, Alter. 10 Meter. Zitat Ende. Ja, diesmal sind wir langsam unterwegs. Du wolltest die Szene, ne, aus The Day After Tomorrow nachstellen, wo dieses riesige Schiff, ja, Mann, direkt, Alter, in die New Yorker Innenstadt reingetrieben wird von der Welle. Also ich sehe die. Also ich würde sagen jetzt. Oh, da, ne, glitzert was! Ja, jetzt? Ja, dann hau mal auf. Oh, da glitzert was, da ist eine Flaschenpost. Wo? Da ist eine Flaschenpost an Land. Kann ich die auch sammeln? Ich weiß nicht, ich will sie haben. Da musst du schneller schwimmen, Kleiner. Das glänzt und glitzert, siehst du? Ja. Ach so, das sind diese Spezialquests, wo man auch gegen Piratenkämpfen kämpfen kann. Boah, voll geil. So, ich habe das jetzt aufgehoben. Und jetzt? Und? Keine Ahnung. Oh, Skelette. Oh, Skelette. Aua. Ja, ich sehe die nirgends. Die ist auf E, bei den Karten. I. Oh, E. For gold to shark, oh, bait cove. Ah ja, das sind diese Rätseldinger, pass auf. I take a wager you will fail. Okay, wir sind nach Shark Bait Cove. Ah ja, das ist ja die, wo es auch diesen Schrittkompass gibt, wenn du Shift drückst, glaube ich, beim Laufen hörst du die, ja, Schritte. Ja, ja, das ist cool. Also perfekt für die Aufnahme. So, aber erstmal jetzt diese Insel, ne? Welche Insel ist das jetzt, Marius? Die erste Karte? Auf welche? Der hier sind zwei Schätze. Okay, okay, der eine ist einfach. Ich hab den einen schon. Gut. Boah, leck, Alter. Alter, was ist denn hier? Voll zugehauen. Ja, Mann, der hat das voll zu Matsch klumpen wollen. Ah, hier ist der. Genau, nice. Oh, 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 oh. Oh. Ich hab ne Banane. Oh, das sind viele. Das sind richtig ich viele. Ich mach jetzt fünf alleine. Oh, oh, oh. Alles klar, easy. Oh. Ich hoffe, das lohnt sich. Muss ja eine richtig gute Kiste sein, was? Wie viele habt ihr da gehabt? Fünf oder vier, so. Fünf, ja, ich hab grad fünf alleine gemacht und ihr habt. Ja, ja, schwer war es nicht, aber wir waren halt etwas überrascht. Die alte Dame macht das. Die hässliche alte Dame, Mann. Hallo, nur weil der in den kleinen Damenbart gewachsen ist. So. Eigentlich brauchst du denselben Bart wie ich, der ist viel krasser. Oh. Hier wird irgendwo. Hast du noch Skelette? Ja, ich höre. Ich vermöbel gerade eins. Oh, guck mal, das fährt ab. Die Sau. Ich hab den Dingen hier. Oh, leck, Alter, was ist das denn für einer? Okay. Der ist voll. Alter, der war voll krass drauf, der Typ. Sehr schön. Also, irgendwie finde ich schon fast schade, dass du mit maximal vier Leuten in der Crew sein kannst. Nur? Also, halt schon. Oh, shit, ich echt viel zu viele. Ja, maximal vier. Stell dir mal vor, es könnten irgendwie sechs oder acht Leute sein. Das wäre voll. Stell dir mal vor, wir hätten so ein richtig krasses Riesenschiff, Alter. Denn du brauchst einen am Steuer, einen am Segel, vier an den Kanonen, sind ja schon sechs eigentlich. Ja, ich meine, ein größeres Schiff wäre doch geil. Da weißt du, wo wir die Looten haben, da noch mehr Schiffe, so Blackbeard-Style. Ja, wie gesagt, bei so einem Schiff brauchst du eigentlich sechs, damit es vernünftig benutzt wird. Nee, so Blackbeard-Style, 13 Kanonen, easy. Also going. Schmeißen wir jetzt die Truhen hier in das Captains-Ding rein, ne? Nee, oder ich würde unten, falls wir geradet werden, können wir die noch ein bisschen abwehren, wenn die ganz unten sind. Meinst du? Okay. Ja, wenn hier so. Hier hinten ist die Treppe. Übrigens. So, Alright. Verloren wir die ganze Zeit. Dann mal den nächsten. Machen wir erst den mit Hinweis, oder? Jo, klar. Wie schmeiße ich das Ding hier hin? Sharkfish, was du immer? Sharkbait Cove. Okay. Leute, einen Moment. Ja. Wie lasse ich die Kiste fallen? X. Oh, danke schön. Das wird nämlich nirgendwo angezeigt. Oh, na, ja. Dark to K. Und wir haben Sharkbait nur noch vier Kanonen, ja, Google, ja, ne? Ja, die sieht ja mega geil aus. Wo ist denn? Ah, die ist in der Nähe sogar. Ja. Auf geht's nach Sharkbait Cove. Sharkbait Cove. Okay. Ja, Süd-Südwest. Will jemand helfen, den Anker zu richten? Ja, ich bin dabei. Ich bin direkt hinter dir, Alter. Gut. Merkst du was? Warte mal, kann man von der anderen Seite rangehen? Nee, das geht nicht. Schade. Guck mal, wie ich mich hinknie. Pass auf. Alter. Oh, schon wieder gegen den Wind, ne? Das sieht voll geil aus, ne? Das gefällt mir wieder. So.
Alter, diese Sequenz im zweiten okay, Monkey Island Teil am Ende, die ist so abgefuckt, finde ich. Mit diesem komischen, ich weiß nicht, Labor. Geradeaus. Im Lager, oder was das ist? Völlig behindert. Was ich irgendwie voll komisch fand. Ja, du bist immer noch im Backboard. Dieses 3D Monkey Island, das sah voll komisch aus, Alter. Dann machen wir einen Tacken Steuerbord. Und dann ziehen wir schön an der Insel vorbei. Guck mal, seid mal still, wie still es hier gerade ist. So schön, Wasser und so schön. Alter. Wir haben nur wieder genau Gegenwind, ne? Warte, ich guck mal, ob wir ein Stückchen anders machen können. Eigentlich müsste man die ganze Zeit dabei You Are a Pirate sich reinziehen aus Lazy Town. Ah, nee, Alter. Von morgens bis abends. Ich mach Leute, wollen wir da schnell ankommen oder wollen wir gerade hinfahren? Keine Ahnung, sag du es mir. Dann ziehen wir die. Machen wir ein Stückchen weiter noch. Steuerbord. Dann hauen wir alle Segel rein und ziehen die nach ganz rechts. Hey. Das hat sich gerade angehört wie Peter Griffin, Alter. Peter Griffin meets Fluch der Karibik. So, ich mach jetzt mal ein bisschen mit Controllers und Cinematics-Shots. Also. Links von uns zwei Schiffe! Links? Ah, nee, das sind Türme. Alter. Das hat gerade echt so ausgesehen. Guck mal. Aber was geil ist, Marius? Wenn du da dran gehst, dann schießen die Türme teilweise auf. Ich will jetzt drauf sitzen. Ja. Okay. Voll der Hammer, ey. Voll David und ich also. Wir sind vorbeigesickt. Sound muted. Sven, mit den Sachen, die auf den Schiffen interagieren kann. Sound muted. Hey, so. Hey, alle Segel auf Backbord, ei ei. Also wir haben hier eine leichte Schieflage. Ja, ich merke das. Was ist da los? Obwohl, den brauchen wir nicht mal. Achso, wir nehmen Segel. Okay. Der Wind hat sich gedreht. Okay, alle Wege wieder zurück. Ich mach mal die Lichter aus, weil wieder Nacht ist, ne? Ja. Weiß doch gar nicht, warum wir überhaupt an sind. Ja, die gehen automatisch an, sobald Nacht ist. Die sind immer an. Also ist ja soweit, ey. Ich hab die vorhin am Tag ausgemacht. Die gehen wirklich an, sobald Nacht ist. Ja, wir haben ja ein neues Schiff. Wir haben ja unser Schiff versenkt. Zweimal. Nee, ich hab die vorhin ausgemacht. Nachdem wir vom Sturm gefickt worden sind? Ja. Lol. Ich mach die andauernd aus, sobald ich sehe, dass sie an sind. Ja gut, dann kann das sein, dass die automatisch echt wieder angehen. Oh, guck mal nach oben, Alter. Ah, guck mal, so mit Tag. Nee, jetzt komm mal hier nach hinten, bitte. Komm mal einfach her und guck mal nach oben, Alter. Sonst fahren wir an der Insel vorbei. Voll der Hammer. Ey, das sieht ja mega. Alle bis auf das Hauptsegel einziehen, bitte. Okay. Alle bis auf das Hauptsegel einziehen. Alter, wir halten genau drauf zu. Ja, ich ziehe gleich noch ein bisschen nach Steuerbord nach Wasser. Letztes Mal hast du unser Schiff auf Land gebracht, Mann. Das Hauptsegel wird gerade auch eingezogen. Ja, ich habe das jetzt nur gemacht, weil Cinematic voll geil ausgesehen hat, ne? Ja, ohne Scheiß. Mit dem Licht oben, das sah schon krass aus. Ah, sind leider ein bisschen zu weit rumgezogen. Das ist ja egal. Ja, ich habe das eine wieder runtergelassen komplett. Ja, ist okay. Sound muted. Sound so. Das ist voll krass. Warum brennt denn auf der Insel Licht? Das sind immer diese kleinen Lagerfeuer und die ja, das sind Dinger aber hier. Auch Lampen und so ein Scheiß. Also komischen Tipp da lesen wir jetzt, ne? For gold to shark bait cove you sail, but I'll take the wager you will fail.
Wow! Alter! Ja, dann ist wohl der Call Anker, ne? Oder was? Jo, ich mach mal. Find the Chuck Statue on the north outer ring. Then take der äußere Ring im Norden. Take heat. Reading this map is what you need, okay? Outer ring. Oh, da erinnert mich mal, das hatte ich schon mal gemacht, dass du zugeguckt hast. Das war diese Scheiße da mit dem Outer Ring. Ja, jetzt du? Aber nicht Spoiler, ich nehme auf, ne? Okay. Hallo? Find the Shark Statue on the North Outer Ring. Das war die Scheiße, wo ich nichts spoiler. Ja. Then take. What? Take. Bin da. Ich will das auch lesen. Reading this map outer is Ring. What you need. Okay. Ich mal, dann müssen wir erstmal die Shark Statue finden. Wo ist hier Norden? Norden ist hier. Da sind wir ja sogar fast, ne? Du, ja. Ich höre hier ganz komische Geräusche hier. Ja, Mann, ich höre die auch die Geräusche. Leute, wir müssen gucken, dass wir ein paar Kanonenkugeln mitnehmen, ne? Wenn ihr welche findet. Aber das Bescheid ist, wir haben hier auf dieser Map, also wir haben gar keine Map von der Insel. Also, wenn das hier keine Shark Statue ist, wo ich gerade bin, weiß ich auch das nicht. Das ist so ein bisschen aufgebaut wie ein Bullseye. Das Problem ist, du bist halt wieder nach vorne gerusht, ja? Und keine Sau weiß jetzt, wo du bist. Ich bin ziemlich in der Mitte, glaube ich. Wir sind jetzt am Nordring. Also ich habe ganz ehrlich, ich habe den Hai gefunden. Ja, hast du? Wo bist du? Nach Norden gelaufen, einfach da wo. Ein Stück weiter gelaufen. Ja, hier ist ein Stein mit einem Hai drauf. Jo, okay, einen Moment. Hier bin ich. Jo, ich bin auf dem Weg, ich bin fast da. Ich leuchte dir. Ja, ich habe zwischendurch noch ein paar Bananen eingesteckt, aber ich bin keine Kanonenkugel. Wir haben keine Kanonenkugel mehr. Ich habe noch 9. Ja? Okay. Ja. Ich habe auch noch 10, deswegen. Aber. Gib ist halt leer. So, okay. So, was haben wir denn jetzt als nächstes? Hä, wir sind doch da. This map is what you need. Gunpowder Barrel? Ich hab einen Gunpowder Barrel. Oh, das ist ganz lustig. Du kannst das Ding auf einem anderen Schiff explodieren lassen. Ach so, dann ist das nicht etwas, was ich unbedingt brauche. Ich dachte schon. Find the Shark Statue on the North Outer Ring. Then ja. Take heat. Was heißt denn take heat? Ja, das fahre ich mir gerade auch. Ich guck mal eben nach. Ja, gerne. Müssen wir jetzt so einen Typen opfern hier? Sieht so aus. Wir opfern Take Heat. Heißt das nicht irgendwie mit Springen oder so eine Scheiße? Heat. Take Heat of something ist bedeutend mit beachten, beherzigen, auf etwas achten, Beachtung schenken. Ja gut, wir sehen einen Hai mit zwei Leuten, einer der springt und einer der im Wasser ist. Geh mal die Fallen beide, oder? Hm? Was sagen die Fallen beide? Fallen? Ja, also runter ins Wasser fallen. Ja, ich geh mal. Also ich bin im Wasser. Oh boy. Upsi. Also hier ist nix. Hä? Oh leck. Take heat. Also ja, ich dachte, das wäre voll easy. Find the shark statue on the north outer ring. Then. Oh, warte mal, hier ist noch ein Hai. Hier! Wo? Ah, da? Da, hier. Wo? Direkt eins weiter. Lol. Hä, wo sind denn hier zwei? Hier. Hier, ja, das ist ein Hai, das sieht eher aus wie ein Thunfisch. Wo seid ihr denn? Ich komme hier nicht noch im Wasser raus. Hier, wo bist du denn? Ich bin aber noch, hier passiert auch nichts. Ich versuche hier aus dem Wasser zu kommen. Achso. Also, wo ist ein Stein? Ein Hai. Hier ist halt hier. Noch ein Stein da. Der große Felsen da, sind nochmal ein paar Fische drauf. Das ist aber kein Hai. Ah doch. Das ist genau derselbe Fisch. Nur eine andere Farbe. Then take heat. Oh, Skelett! Wo? Oh, warte. Warte, gibt's noch mehr Haie? Pass mal auf. Kann das sein, dass das irgendwie so ein Dreieck wäre? Vor allem, ich weiß nicht. Das aber ist der, ja, das ist der Outer Ring, oder? Wir sind ganz außen. Also das ist schon richtig. Ach, die Hai-Statue, komm mal her. Ja, ja, wo ist die? Hier, ich hab's. Denn? Komm mal. Hier. Rechts von, links von euch. Links? Ach, da, ja. Ich hab eine Statue gefunden, nicht nur eine Zeichnung. Ja, das ist auch Skelett gespawnt, pass auf. Oh, nice Headshot. Ich wollte es gerade wegsnipen, Alter. Headshot. So, komm mal mit. Hier, guck da mal. Ah. Oh, leck, Alter. Guck mal auf die Karte. Da voll geleuchtet, die Kacke. Ja, und jetzt? Ah, jetzt kommt der. Ah, da.
If all the spare fishermen looking to the southwest sea. Yeah, in what? If at the spear fishermen. Wir müssen irgendwas mit Instrumenten machen. Wir müssen nach Südwesten gucken. If the sea fishermen looking to the south. The spear fisherman. Der Speerfischer muss nach Westen gucken. Also nach Südwesten. Der Südwesten ist da, wo wir hergekommen sind. Ist da irgendein Speertyp? Ah, hier ist er. Wo? Du bist? Hier. Ja, hier ist lustig. Ihr seid gerade mitten. Oder? Ah ja, Tatsache. Guck auf die Karte, Mann. Guck auf die Karte. Ja, dabei. Sieht noch nichts. Da. Hat nicht geklappt. Hä, wenn er nach Südwesten guckt, da guckt doch nie nach Südwesten, Alter. Nee, tut er auch nicht. If at the spear fisherman looking to the southwest, the instrument spear. Okay, warte. Also gucke jetzt Richtung Südwesten. Ah ja, stimmt, wir müssen wieder einfach nach Südwesten gucken. So, das ist Richtung Südwesten. Müssen wir nach Südwesten gucken oder der Fischermann? Nee, wir. Spiel mal Mucke und guck mal Südwesten. Dann sind das hier vielleicht das Ding. Komm mal nach Südwesten und spiel die Mucke. Weil wir haben den Typen ja angesehen. Guck doch jetzt mal. Diese Scheiße. Guck mal auf die Karte. Ich wollte ihn doch fertig machen hier. Ah, warte, vielleicht. Ich glaube nicht, dass das mit Instruments gemeint war. Ja, was denn sonst? Du, es gibt auch. Instruments ist alles, was wir benutzen können. Nein. Instruments sind häufig auch wirklich musikalische Rätsel. Also, er hat schon musikalische Rätsel tatsächlich. Kann schon sein. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen Spear Fisherman. Hier ist eine Feder. Ein anderer Spear Fisherman. Looking to the Southwest Sea. Ah, wir müssen zum Speerfischermann, der in die Richtung nach Südwesten guckt. Ja, eben in das die See aber. Auch. Was war das? Ich habe gerade wieder so ein Fass hochgejagt. Ah, okay. Wir müssen Alter, in Südwesten einen Fischermann, also so einen Speerfischer finden, der ins Meer guckt. Das heißt, wir müssen ganz an den Rand von der Insel. Oh, das ist voll cool, Alter. Guck mal, der Stein sieht aus, als hätte er einen Mund. Wo seid ihr? Ja, der war gerade noch bei mir. Also ich bin gerade da, irgendwo ist jemand vor mir gewesen gerade. Achso, ich. Ja, jetzt müssen wir immer noch Südwesten wieder so eine Statue, also so eine Zeichnung finden. Ja, die Southwest Sea müsste hier irgendwo sein, oder? Nee, warte. Nee, wir müssen. Also ich bin einfach nur den Strand lang gegangen. Ja, jetzt muss doch hier eine Zeichnung sein, da, die wo wir aufgelaufen sind, in die Richtung. Genau Osten. So. Ja, hier muss irgendwo eine Zeichnung sein von so einem Typen, der auf die See guckt. Also in Richtung der See. Wir sind erstmal ein paar Fässer, die wir looten können. Ach, guck mal. Drin. Jan, guck mal, ich habe ihn. Ja, dann wartet auf. Oh, das ist er. Das ist er. Wartet auf mich. Ja, wir warten auf dich, keine Sorge. Ja, mal, ist nicht so schnell. Da ist er. Okay. Da ist er. Ich spiel mal. Ich hol mal die Karte raus. Oh, leck! Und? Find the shark statue on the west outer ring. Remember right? 7 paces west by northwest. Unearth my gold that you might. Also, wir müssen zur Statue. On the west outer ring, ja. Westen hier und dann outer 7 ring. Schritte west by northwest. So. Also, da wo wir gelandet sind, ist ja Westen. Ja. Ne, wir sind im Westen. Ja, wir sind gerade im Südwesten. Hier muss irgendwo eine Scharke. Müssen wir ein Stück Richtung Norden sein. Naja, stimmt. Rum, würde ich sagen. Genau, wir müssen ein Stück Richtung Norden. Dass wir in der Mitte der Insel sind. In the West Outer Ring. Hä, und was finden wir da nochmal? Den Schatz dann. Von da aus müssen wir ein paar Schritte laufen. Aber erstmal müssen wir eine Shark-Statue. Naja, das müsste auf dieser kleinen Insel hier vorne sein, wo wir gerade raus sind. Theoretisch. Eigentlich ja, aber jetzt müssen wir ich hab sie. Bist du? Ja. Dann wo bist du? Gut, hier oben. Ach da. Ja. Ich seh dich. So, wie viele Schritte nach wo?
Seven Paces West by Northwest. West. Wo ist denn die Statue hier? Warte. Warte. Sei mal still. Ja, leck! Geil! Krasser Scheiß, Alter. Das ist schön, dass man zusammen ausbuddeln kann. Also, ich find's sowieso mega schön, dass es solche fucking Quests gibt, Alter. Ist das eine gute Truhe? Das ist eine normale Truhe, aber wahrscheinlich, weil es irgendwas Spezielles ist. Ja, zwei Schlösser dran. Ist zwei Schlösser gut? Keine Ahnung. Den kleinen Turm kommt drauf. Ja, ich glaube, wir sollen aufs Schiff. Ich glaube, da kommen ungemütliche Gesellen. Lass mal zum Strand gehen. Ja, ich geh zum Schiff. Das Schiff ist direkt vor uns. Ja, ja. Ja, geil! Hast du die gesehen? Ja, die Skelette, ne? Die sind halt nicht so... Nicht so. Hier muss ich die Sonic-Mucke einblenden. Warum haben wir eigentlich keinen Jolly Roger auf unserer Flagge? Warum ist die nur schwarz? Achso, wo fahren wir jetzt hin? Ich habe die andere Insel nicht gefunden. Ich würde sagen, wir fahren sogar zuerst mal zurück mit so einer Kiste nach so einem Rätsel. Ich würde sagen, wir sichern das mal. Weil wir haben ja hier. Wir haben Outpost. Wir haben ja unten schon zwei. Ja, ja, genau. Wir haben ja unten schon zwei goldene Kisten. Jetzt haben wir hier noch. Ja, dann. So eine krasse, ne? Also, eigentlich sieht die ziemlich normal aus, aber hoffen wir, dass das nicht was Besonderes ist, ja? Nee, guck doch mal hier unten. Komm mal runter. Oder sieht das nur so aus wegen dem Licht? Weil jetzt sehen alle golden aus. Ich glaube, die sind alle normal. Das sieht golden aus, oder? Das sind alles normale Kisten, Mann. Ja, ja, aber das sieht golden aus, Alter. Bitch, Alter, soll ich die einsperren hier? Was machst du denn? Willst du ein Loch in unser Schiff graben, sag mal? Ja, Mann. So, hast du Outpost schon markiert, oder? Jo, hab ich. Das ist ein blonder Outpost. Das ist der, bei dem wir vorbeigefahren sind mit dem Türchen. Ich lichte. Jo. Machst du das? Gut machst du das. Gut machst du das. Der Einzige, der hier arbeitet. Hab schon die Segel gelichtet. Gesetzt. Was machst du denn? Hör doch auf jetzt. Gesetzt. Ich mach doch gar nicht. Scheiße. Was mach ich denn? Ja, dann setz mal das vordere Segel da. Achso, ihr seid am Ziel, okay. Das Lustige ist, wenn ich gar nichts drücke, bist du genauso langsam wie alleine, ey. Ah ne, nicht das Lost Gold. Okay. Der Richtung Osten. Ah, der müssen wir. Okay. Gut. Ja, aber wie geil, Mann. Ohne Scheiß, das macht voll Bock. Oh, ich wünschte, ich hätte früher gewusst, dass ich die Scheiße umsonst holen kann. Ah, da müssen wir doch vorbeiziehen. Okay. Ich bin ja schon seit Early Alpha dabei, tatsächlich. Ich bin seit heute dabei und ich hab mega, mega Gaudi, Alter. Am Anfang. Ich hab mir so oft gedacht, scheiße, warum gibt's kein Fernrohr? Dieses Fernrohr haben die erst bei den letzten B-Teilen hinzugefügt. Die was? In der letzten Beta-Phase kam das Fernrohr erst rein. Das Fernrohr, ach so, lol. Ja, das gab's vorher nicht. Ich dachte so, das war, ist ja aber irgendwie so ein Key-Element. Also ich würde mir so vorstellen, dass Developer als Piraten, dass da so ein Fernrohr eigentlich als erstes reingehört. Eben. Also ja gut, nach einem Schiff natürlich. Ja, du, geh mal ein bisschen nach Backbord, wir ziehen genau auf die Insel zu gerade. Ja, nee, dann müssen wir vorbei, Jan. Ja, aber nicht ja, durch. Eben. Nicht hindurch, vorbei. Ach ja, apropos hindurch. Wusstet ihr, dass es Fakt ist mittlerweile, dass wenn die Titanic durch den Eisberg hindurchgefahren wäre, nicht gesunken wäre? Oh, das ist natürlich cool. Weil man hat ausgerechnet, weil die hatte ja verschiedene Compartments für Wasser, 12 Compartments. Und die können immer noch fahren, wenn sechs unter Segel nach Backbord. Wenn sechs von diesen Compartments unter Wasser sind, kann das Schiff immer noch fahren. Aber dadurch, dass sie ausgewichen sind, haben sie die ganze Seite aufgerissen. Ja. Und es kam überall Wasser rein. Und jetzt haben die rausgefunden. Mach mal die Segel nach Backbord. Wenn die ihn durchgefahren wäre, dann wäre die Titanic heute noch da. Ja, dann wäre die wahrscheinlich vorne schön beugelt auf, aber sonst nicht halt. Ja, aber dann hätte trotzdem noch fahren können. Finde ich eigentlich schon krass so. Ja, ne, ich glaube, du bist der Einzige, der die Segel rausrichtet. Ja, ich habe gerade eine Zigarette gestoppt, sorry. Alle anderen sind faul. Ja, gut, das weiß ich ja nicht. Alle anderen sind faule Schweine. Der nee. Einzige, der hier arbeitet. Ja, kannst das Vorderhaus sofort einholen, ist okay. Ich bin doch nicht faul. Nein. Ich arbeite noch nicht gern. Mach weiter. Ja, braucht's meine Hilfe noch oder kann ich oben Ausschau halten, ob wir irgendwann mal gefickt werden? Ausschau halten, ist okay. Weil ich guck halt hier, ne? Oh, guck mal, die Insel da links ist auch geil, ist mit dem Turm. Also ja, dem müssen wir vorbei. Auf der Insel selber drauf ist ein Turm.